Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Aha. Ich denke mal, das Spiel geht jetzt nicht mehr lange. Ich mache jetzt einfach weiter. Ja, ihr seid jetzt so weit gekommen im Spiel. Darum seid ihr auch dem Lüften des Geheimnisses um Edna sehr nah auf der Spur. Und jeder, der denkt, dass Ednas Geschichte etwas mit dem Verschwinden dieses Elchkopfes oben links zu tun hat, der irrt. Tatsächlich finde ich, dass hier dieser Switch zu Harvey einer der wirklich stärksten Augenblicke im Spiel ist, weil Harvey halt das erste Mal tatsächlich sich besorgt zeigt um Edna. Wir treffen ihn hier an und er gesteht uns etwas ein, was er Edna gegenüber halt nie sagen würde. Und das lässt uns Harvey noch mal mehr ans Herz wachsen, wie ich immer hoffe. Also bei mir hat es geklappt. Aha. So, Haustür, Mäntel. Ich muss wieder... Kann ich nicht. Ich kann jetzt hier auch nicht umschalten, ne? Nein. Ich kann jetzt nur Harvey ganz normal benutzen. Der geht hier überall hin. Elch. Wir gehen hier mal rein. Ich kann nur gucken. Hä? Was passiert da? Was war das jetzt? Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis! Er kocht eine Suppe aus Kindern! Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit! Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber... Er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Er hat halluziniert oder so, würde ich sagen. Kann ich den Topf jetzt hier reinziehen? Nein. Topf. Ich kann nichts mehr reinziehen. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute wieder viele Kinder vor den Rechnern sitzen. Was möglicherweise dadurch seine Berechtigung findet, dass dieses Spiel eine USK von 0, zumindest in der originalen Version, bekommen hat. Ich hoffe, ich konnte das mit einigen Entwicklerkommentaren wieder ausgleichen. Ficken! Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Ja. Aber tatsächlich war ich selbst ganz und gar nicht damit einverstanden, dass das Spiel halt so eine niedrige Wertung bekommen hat und deswegen ja auch häufig in den Kinderspielregalen gelandet ist. Eine der kommenden Szenen wird euch halt das nochmal in aller Deutlichkeit vor Augen führen. Ja, es gibt möglicherweise noch andere Gründe, warum ich im Folgespiel, im Nachfolge Harveys neue Augen vielleicht ein wenig expliziter geworden wird, aber nicht viele. Rein da. Ah, jetzt sieht er schon wieder sowas. Mathis verbrennt Kinder im Ofen. Was ist denn mit Harvey los? Ah! Edna! Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mathis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Was passiert jetzt? Ich kann hier ja nichts weiter. Ich kann nur Edna. Geh hier zu. Öl. Ich kann hier nicht umschalten. Ich kann nur zu Edna gehen. Da kann ich rausgehen. Kann ich?
Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Ich kann raus. Okay, okay, okay. Oh! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mathis. Oh, na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Reiß dich zusammen, Harvey. Starten wir noch einen Versuch. Ja, einen letzten. Wir können hier nur hinters Haus gehen. Dr. Marcel. Das ist Dr. Marcel und der macht irgendwas mit Mathis. Ah! Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mathis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ihr erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Gar nicht. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann dem Dr. Marcel fehlt was. Einen Weg wie... Oh, entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Mathis! Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Wieso? Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Woran? Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Na warte! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Oh, vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Oh, oh, Edna, Alfred. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Alfred. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht Alfred. Bitte. Hilf mir, Edna. Er tut mir weh. Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn. Was? Schubs ihn einfach. Schubs ihn die Treppe runter. Oh oh. Das war das Ende von Alfred? Oh weh. Edna.
Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Da kommt Dr. Marcel. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität, all dein Spaß! Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Harvey! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Der Doktor hat recht. Was soll ich denn bloß tun? Irgendwie. Ja, das ist ja gemein. Kann ich hier... Das ist ja mal lustig. Wir hören mal... Hat er das jetzt auch gespeichert? Laden? Ja, das machen wir mal. Wir hören mal auf Dr. Marcel. Oh, die Schere! Und jetzt? Mir juckt die Nase. Ein Mond. Edna ging zurück in die Anstalt und bekam eine Charakterkorrektur. Ihr neuer Name ist Alfredine. Ihr Lieblingsbeschäftigung ist Abwaschen und Akten sortieren. Dr. Marcel gab seine Karriere auf und kaufte sich ein Hausboot und holte auf seine alten Tage noch olympisches Gold im Profiangeln. Arme Edna. Aber wir haben gespeichert. Hoti ging nicht zurück in die Anstalt. Er begann eine Karriere als Bankräuber. Nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Das ist hier sehr dramatisch hier. Mord und Totschlag. Oh, den machen wir gleich noch. Alu wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Lichtwesen. Weiter, weiter, weiter. Kann man das schnell? Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hat. Kann man das irgendwie beschleunigen? Oh. Ich habe Escape gedrückt. Ende! Nein, das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Nein, 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 nein. Ich kann es nicht beschleunigen. Kommt jetzt. Muss ich mir jetzt den ganzen Abspann anschauen? Ach, mit rechts kann man das beschleunigen. In den Hauptrollen Aliliane. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Ich will jetzt unbedingt noch das andere Ende wissen. Ich mach ganz schnell. Noch schneller. Testing. So viele Leute waren dabei. Dedalek. Ja, 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 ja. Bitte. Ich will ein Spiel laden. Ja. Laden, 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 laden. Wo ist er? Wo sind meine Spielstände? Das ist ja ein wenig sehr ärgerlich. Option? Nein. Ich hatte doch einen Spielstand. Ich habe doch extra noch nachgeschaut. Da sind ja gar keine Spielstände von heute drin. Das ist der letzte. Ich habe andauernd gespeichert heute. Na gut, wartet mal ganz kurz. Ah, die Panik war umsonst. Die Panik war umsonst. Ich habe das Spiel einfach nochmal neu geladen. Da waren die Spielstände da. Jetzt werden wir mal auf HW hören.
Oh, Block. Oh, Harvey. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasens im Ozean fand. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Der war doch in der Kirche. Ist der wieder... Hat er doch noch gelebt? Hat er den Sturz überstanden? Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem 2. Arbeitstag wurde er bei einem Überfall erschossen. Ach du Scheiße von Hoti. Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Aha. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Ja, dann wissen wir das auch. Aber schön, dass das geht. Das finde ich hervorragend. So kann man natürlich sehen, was sonst noch so passiert wäre. Ende. Ja, das Ende. Oh, ich muss mich mal recken und strecken und mal auf die Uhr schauen. Ich muss nämlich noch weg. Entschuldigung. Es ist vorbei. Ja, eigentlich bleibt einem jetzt nur noch übrig, Harveys neue Augen anzugreifen. Ne? Das habe ich aber noch nicht mal. Aber das muss ich noch machen. Und das wird eine ganz lange, oder war eine ganz lange Folge. Das tut mir leid. Wer all den Abspann komplett sehen will, der sollte sich dann ja das immer anhalten, weil ich beschleunige das jetzt wieder. Anstaltspersonal. Wollen wir den Mond anzünden? Also. Ich drücke immer auf die. Ich hoffe, dass immer noch eine Stimme von Harvey kommt. Wäre auch ein schönes, aber ich glaube, bei Anfangsstream ist besser. So viele Leute. Wolf Weidner. Was passiert jetzt eigentlich? Ach, gar nichts. Das passiert. Na gut. Dann schnibbel ich das mal zusammen und wir sehen uns dann vielleicht bei Harveys neue Augen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hier ist der alte Mann von den Schlaftabletten. Tschüss!